Es ist mal wieder soweit. Overkill Software meldet sich zurück und hat Payday 2 ein Update bzw. in diesem Fall gleich ein paar neue DLCs spendiert. Daher möchte ich euch in diesem Video den neuen Heist Frühstück in Tijuana vorstellen und herausfinden, ob dieses sein Geld wert ist. Der Heist selbst ist Teil des Breakfast in Tijuana Bundles, welches alle drei DLCs dieses Updates zu einem vergünstigsten Preis enthält. Das wären Payday 2, Breakfast in Tijuana heißt, Payday 2 Weapon Color Pack 2 und Payday 2 Fugitive Weapon Pack. Wie bereits gesagt, schaue ich mir in diesem Video nur den Heist an. Im Bundle habe ich alle drei Packs für 8,06 Euro bekommen, der Heist einzeln kostet aktuell 5,69 Euro. Ihr erinnert euch hoffentlich noch an den letzten Heist in der San Martin Bank. Während dieses Überfalls ist ein Verbündeter von uns namens Hayrudin, der irgendwas mit Vlad zu tun hat, erwischt und ins Kittchen gebracht worden. Die Aufgabe ist also klar, wir müssen ihn da wieder rausholen. Der eigentliche Heist selbst ist dann allerdings wieder ziemlich kurz. Ich habe etwa 20 Minuten für Stealth auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gebraucht und mit etwas Glück und der richtigen Vorbereitung schafft man das aber sicher auch in unter 15 Minuten. Vom Umfang her also bisher nicht so berauschend. Schauen wir uns dazu mal die Map an. Der Heist spielt in der besagten Polizeistation in Tijuana. Die Karte ist nicht sehr groß und daher auch schnell erklärt. Der Spawnpunkt liegt unten rechts auf der Karte. Das Gelände besteht aus einem Parkplatz und dem Gebäude an sich. Das Gebäude besitzt zwei Stockwerke, wovon das untere die Garage und den Zellenblock und den Aufenthaltsbereich umfasst. Im oberen Stockwerk liegen die Büros. Genaueres zu den Einzelheiten erläutere ich später. Achso, und falls ihr euch jetzt fragt, was die Fragezeichen auf der Karte bedeuten, da spielt uns der Zufall mal wieder in die Karten, weil dort können verschiedene Räume auftauchen, die ich euch hier mal aufgelistet habe. Für einen lauten Einsatz benötigt ihr höchstens die üblichen Hilfsmittel wie Arzttasche, Munitionstasche etc. Ansonsten könnt ihr diesen Bereich problemlos überspringen. Bei einem leisen Ansatz solltet ihr auf jeden Fall das extra Spiked Coro kaufen, da euch dies eine einfache Möglichkeit bietet, den Alarm auszuschalten, ohne einen Pager zu verbrauchen. Außerdem, wenn ihr noch Platz habt, ist auch eine Säge sinnvoll, da euch das in manchen Bereichen etwas Zeit erspart. Hier ist jetzt der Ablauf des Heists auf Stealth im Schnelldurchlauf. Als erstes den Alarm im Wachposten ausschalten, dann in das Gebäude gelangen, am besten macht ihr das über die Seitengasse, dann müsst ihr im Obergeschoss einen Computer finden, einen RFID-Chip suchen, diesen am Computer beschreiben, die Asservatenkammer finden, als nächstes die dort gefundenen Beweise vernichten, entweder im Papierschredder im Serverraum, in dem Mixer in der Cafeteria oder in der Toilette in der Toilette. Als nächstes den Zellenblock aufsuchen und feststellen, oh shit, die Tür ist ja zu, dann die Waffenkammer finden, feststellen, oh shit, die Tür ist ja zu, dann nochmal den RFID-Chip am Computer neu beschreiben, mit diesem dann die Tür in der Waffenkammer öffnen, den Türöffner aus der Waffenkammer holen, damit dann den Zellenblock öffnen, optional die Kameras abschalten, macht den weiteren Verlauf etwas einfacher, dann natürlich mit den Kameras den richtigen Verhörraum finden, die Zellentür knacken, den Bolzenschneider finden, also nochmal ganz zurück in den Hauswirtschaftsraum, ich habe den am Anfang ja beschrieben, dann den Gefangenen befreien, eine Polizeiuniform finden, den findet ihr in der Umkleide, müsst ihr also nochmal zurück und schließlich dann die Parkplatznummer des Autos finden, den Schlüssel holen in dem Office im Zellenblock, optional noch das ganze Loot mitnehmen und ihr seid fertig. Vlad's brother-in-law is back safe and mostly sound, yeah? Beautiful bit of sneaking friends, for sure. Und falls ihr jetzt noch wissen wollt, wie der Heist auf laut abläuft, habe ich gesagt, im Prinzip ganz genauso, nur dass wir etwas mehr Überzeugungsarbeit leisten.
Das heißt im Klartext, wir bohren die Asservatenkammer auf, anstatt da irgendeinen RFID-Chip zu beschreiben und anstatt die Beweise zu schreddern, zu mixen oder das Klo runterzuspülen, verbrennen wir sie. Im Gebäude. Ist ja nicht so, als wäre da ein riesiger Parkplatz vor der Tür. Zum Glück dürfen wir aber dann doch noch auf den Parkplatz hinausgehen, und zwar nachdem wir genau das gleiche Auto wie in Stealth geklaut haben. Nur um dann festzustellen, dass sie die Ausgänge verbarrikadiert haben und wir mit einem Hubschrauber abhauen müssen und es echt keine Deckung in diesem Gebiet gibt. Super. Kommen wir aber nun langsam zum Ende und damit zu meinem Fazit. Wenn ihr große Payday 2 Fans seid, werdet ihr euch das Bundle wahrscheinlich sowieso schon gekauft haben. Wenn ihr das Gezeigte relativ spannend fandet, solltet ihr auf einen Sale des Bundles warten. Meiner Meinung nach lohnt es sich nicht wirklich, den Heist einzeln zu kaufen, da er trotz der recht vielen RNG-Elemente nur wenig Abwechslung bietet, da ihr eben doch jedes Mal eigentlich dasselbe macht. Ich hatte trotzdem während der Aufnahme mein Vergnügen und ich denke, mit mehreren Spielern kann es einigermaßen Spaß bereiten, trotz der sehr gestreckten Gameplay-Elemente auf laut. So, und das war's. Das war mein Review zum Breakfast in Tijuana Heist DLC für Payday 2. Ich danke euch vielmals, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Falls ihr Fragen habt oder eure Meinung über den Heist kundtun wollt, schreibt das gerne in die Kommentare. Ansonsten kommt jetzt gleich noch die Endcard und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Haut rein!